Herzlich willkommen, liebe Studierende. Sie haben es in die zweite Woche dieses Kurses geschafft. Großartig! Dann wollen wir doch mal an die Inhalte gehen. Wir haben beim letzten Mal schon ein bisschen gelernt, was sind so die Grundbegriffe und Rahmenbedingungen des wissenschaftlichen Arbeitens. Und jetzt beschäftigen wir uns damit, wie machen wir das eigentlich mit dem wissenschaftlichen Arbeiten. Das wissenschaftliche Arbeiten ist ein langwieriger Prozess, ist ein sehr komplexer Prozess mit vielen Phasen. Deswegen empfehle ich Ihnen, dass Sie einen Zeitplan erstellen und dass Sie das für uns jetzt genauer anschauen, wie es mit der Planung und der Durchführung einer wissenschaftlichen Arbeit aussieht. Grundsätzlich, wenn Sie eine wissenschaftliche Arbeit machen, passiert die noch in irgendeinem anderen Rahmen außer den Grundbegriffen, die wir jetzt vorab besprochen haben, nämlich Sie sind in einer Schule, Sie sind in einer Hochschule, Sie sind irgendwo angestellt, Sie machen eine Forschungsarbeit, eine Auftragsarbeit oder Sie machen das eigentlich aus persönlichem Interesse, das ist jetzt eher der Sonderfall, aber in jedem Fall gibt es noch mehr Grundregeln, die Sie beachten müssen, eventuelle Formvorschriften, Templates, Inhalte, die jetzt ein Thema für Sie sind. Das heißt, Sie müssen sich mal zuallererst, wenn Sie anfangen, wissenschaftlich zu arbeiten, orientieren. Das heißt, Sie müssen sich orientieren, was wird von Ihnen erwartet, wie wird das von Ihnen erwartet, bis wann wird das von Ihnen erwartet. Ganz, ganz wichtig bei wissenschaftlichen Arbeiten sind nämlich immer die Deadlines. Dann fangen Sie an mit der Recherche und Lektüre. Das heißt, Sie fangen an, sich mal mit dem Bereich, über den Sie forschen wollen, in dem Sie arbeiten wollen, einzulesen und zu schauen, was ist der aktuelle Wissensstand? Wo kann ich eventuell Lücken finden? Wo kann ich eine sinnvolle Frage stellen? Wo kann ich anknüpfen? Wo kann ich diesen Wissensstand weiterführen? Wo kann ich vielleicht verschiedene Themen zusammenbringen? Und nachdem Sie diese gewisse Orientierung haben inhaltlich, fangen Sie an, Ihre Arbeit konkret zu planen. Sie erstellen sich einen Zeitplan, in dem Sie festlegen, ich werde jetzt meine Arbeit strukturieren, ich werde eventuell einen empirischen Teil durchführen. Wenn ich diesen empirischen Teil durchführe, wie soll der aussehen? Wann will ich das machen? Was brauche ich überhaupt dafür? Das heißt, da gibt es jetzt ganz, ganz viel Planungsarbeit, die auf Sie zukommt. Und dann beginnen Sie, Ihre Arbeit zu strukturieren. Das Strukturieren ist jetzt der inhaltliche Teil, wo Sie mal schauen, Sie haben ganz viel Material gesammelt. Was machen Sie jetzt damit? Sie werden sich jetzt eine grobe Struktur machen. Sie werden sich sagen, okay, ich habe hier 7 Themen, die werde ich jetzt so balancieren in dieser Reihenfolge, dass ich einen schönen roten Faden in der Geschichte habe. Das heißt, Sie können das verbinden. Dann kommen Sie wahrscheinlich in diesem Prozess darauf, okay, Sie haben eine Struktur, Sie haben jetzt diese ganzen Dinge, Sie bekommen noch nicht wirklich eine gute Geschichte. Das heißt, Sie fangen wieder an, nochmal zu recherchieren und vielleicht Bindeglieder zu finden, die Sie vorher nicht gefunden haben. Oder Sie kommen darauf, dass irgendetwas widersprüchlich ist, keinen Sinn ergibt, dass Sie das klären sollten, bevor Sie jetzt in die Empirie gehen. Dann fangen Sie an zu schreiben mit der Rohfassung. In der Rohfassung fangen Sie mal an, jedes Kapitel, das Sie sich vorher in der Struktur erarbeitet haben, so grob aufzuschreiben, erst stichpunktartig, dann zu befüllen. Und dann fangen Sie auch an, wenn Sie einen empirischen Teil haben, den durchzuführen, den genauer zu beschreiben. Und auch dabei werden Sie dann merken, ich habe jetzt hier eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt Recherche gehabt, ich habe hier Recherche gehabt, jetzt habe ich diese Rohfassung geschrieben. Und was passiert? Es tauchen Wissenslücken auf. Und Sie sind wieder bei der Recherche und Lektüre, um zu erklären, warum sind da komische Ergebnisse rausgekommen, die ich nicht erwartet hätte, wie könnte ich das anders erklären. Das heißt, was in diesem ganzen Projekt immer wieder passiert, ist die Recherche und Lektüre. Das ist so Ihr dauerhafter Freund und Feind im wissenschaftlichen Arbeitsprozess, der taucht immer wieder auf. Dann haben Sie es aber irgendwann geschafft, Ihre Rohfassung zu schreiben. Dann kommt das Nächste, Sie holen sich Feedback. Feedback ist deswegen wichtig, um die Qualität Ihrer Arbeit zu sichern. Sie wollen, dass Ihre wissenschaftliche Arbeit gut ist, sonst können Sie es auch gleich sein lassen. Das heißt, Sie gehen mal zu der Person, die Sie beauftragt hat, das zu machen. Das ist Ihre Lehrperson, das ist Ihr Arbeitgeber, das ist ein Kollege, mit dem Sie vielleicht zusammenarbeiten und holen sich ein Feedback. Wenn Sie wirklich gut sind, dann wollen Sie Ihre wissenschaftliche Arbeit so schreiben, dass nicht nur die ganz großen Profis in dem Feld das verstehen, sondern jeder, den es interessiert. Das heißt, Sie holen sich das Feedback auf von jemandem, der keine Ahnung von Ihrem Feld hat, also zum Beispiel einem Freund, einem Bekannten, der grob interessiert ist daran und geben ihm das zu lesen. Er wird Ihnen dann sagen, ja, also ich sehe hier lauter mathematische Zeichen, aber ich verstehe kein Wort, dann wissen Sie, Sie sollten das vielleicht nochmal überarbeiten. Das Feedback und die Überarbeitung, werden Sie schnell merken, sind eine ganz, ganz sich oft wiederholende Schleife in der Regel. Wenn Sie wirklich gute Qualität holen wollen, dann überarbeiten Sie, dann arbeiten Sie das Feedback ein und holen sich ein weiteres Feedback. Teilweise von den gleichen Personen, eventuell von den anderen. Und was natürlich auch hier immer wieder passiert, durch das Feedback, Sie bekommen mehr Literaturvorschläge, Sie bekommen mehr Hinweise, was sollten Sie noch einarbeiten, was fehlt vielleicht, was können wir noch tun. Das heißt, das ist ein Ding,
dass ich jetzt hier wunder durch die Gegend wische. Das heißt, das ist eine Schleife, die sich immer wieder wiederholt und da sollten Sie einfach extrem viel Zeit für einplanen. Aus diesem Grund ist das Allerwichtigste, was wir jetzt noch auf dieser Tafel stehen haben, die Pufferzeit. Wissenschaftliches Arbeiten, sehen wir, ist ein ziemlich wirrer Prozess, obwohl es auf den ersten Blick sehr linear aussieht. Das heißt, Sie haben viel hin und her, Sie haben viele Kurven, Sie haben viele unerwartete Schleifen. Und neben dem ganzen wissenschaftlichen Ding, was da passiert, haben Sie auch noch ein echtes Leben, haben Sie einen Beruf, haben Sie ein soziales Umfeld und es passieren einfach Dinge, die Sie nicht vorhersehen. Das heißt, planen Sie in Ihre wissenschaftliche Arbeit eine gewisse Pufferzeit ein, damit Sie am Ende nicht in den Stress kommen. Grundsätzlich, das Schlimmste, was passieren kann, wenn Sie die Pufferzeit so großzügig eingeplant haben, ist, dass Sie einfach vor Ihrer Deadline fertig werden und da soll jetzt wirklich nichts Schlimmeres passieren. Das sind mal so die Grundlagen, wie Sie eine wissenschaftliche Arbeit planen und durchführen. Das kann jetzt im Detail vielleicht noch mal ein bisschen sich verändern, dass Sie sagen, naja, vielleicht sollte ich einfach in meiner Rohfassung meinen Methodenteil nicht machen oder Sie haben eine rein theoretische Arbeit, da fällt der Methodenteil komplett raus. Aber grundsätzlich gewöhnen Sie sich an, strukturieren Sie sich, machen Sie sich einen Arbeitsplan, machen Sie sich einen Zeitplan und versuchen sich halbwegs dran zu halten, auch wenn immer wieder neue Dinge passieren und auch immer, wenn immer wieder Dinge hineinkommen. In diesem Sinne, viel Erfolg mit Ihrer ersten wissenschaftlichen Arbeit.